Ja, neben den ganzen Aufgaben fürs Event müssen wir natürlich auch noch gucken, was hier weitergeht am Kupfersee. Und da teste ich natürlich nebenbei weiterhin verschiedenste Aromen. Und jetzt gerade im Drill, der hat schon mal wieder Bock. Scheint ein dicker Brocken zu werden. Also, rein da! Rausziehen, die dicken Brocken. Heute mal wieder hier schön unterwegs auf medium-lightes Setup. Also hier gerade mit der Royal Feeder Route und dazu in Kombination eine 3000er Rolle. Gucken wir uns natürlich gleich nochmal an, wie das gesamte Setup aufgebaut ist. Zusätzlich bin ich jetzt hier nochmal ein bisschen feiner reingegangen, weil ich zuletzt ratzfatz sehr gute Ergebnisse hatte, weil ich aus Versehen viel zu dünne Vorfächer drauf hatte. Und zack, 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 waren da die Brocken drin. Müssen wir hier nochmal feiner reingehen? Ich war aus Versehen mit 6,8 Kilo Vorfach gestern Abend hier. Und zack, zack, waren sofort alle drei Routen in Action. Und da habe ich gesagt, yo, entspann dich mal, Alden. Ich habe gar keinen Bock auf so einen mächtigen Drill. Und dann waren es trotzdem nur so 3, 4 Kilo Fische. Aber die Reaktion war halt super schnell da. Also das war schon ein bisschen wild. Und dementsprechend bin ich jetzt noch mal ein bisschen feiner reingegangen. Von den 18 Kilo mal ein bisschen weg. Wie gesagt, das gucken wir uns gleich im Detail an. Der hier, der Kandidat, der hatte jetzt schon eine ganze Zeit mächtig Bock. Ich habe keine Ahnung, was es ist. Einfacher Spiegel. Einfacher Spiegel. Also, der hat jetzt schon richtig Bock gehabt, hat ordentlich abgezogen. Und guck mal da, es zubbelt und es zibbelt. Und ich teste gerade wieder verschiedenste Aromen. Und eine, die hat jetzt gerade so ein bisschen mehr, guck mal, Leder, oder? Yeah, Baby, Digga, fetter Lederkarpfen, jawollo. 14,6 Kilo Leder, so smoke wie dat. Schnell wieder raus. Ich bin an... Naja, ich würde sagen mal am Spot Nummer 3. Spot Nummer 1 ist ja klar, The One, verlinke ich nochmal das Video, sollte glaube ich jeder kennen. Das ist der Spot, wo eigentlich immer irgendwie was geht. Ganz easy. Spot Nummer 2 verlinke ich auch nochmal eben, sollte eigentlich auch jeder kennen. Bisher gibt es ja noch nicht so wahnsinnig viele richtig tipptopp, ach du Schande, tipptopp laufende Spots. aber diese zwei, die muss man auf jeden Fall kennen. Und Spot Nummer 3 ist eigentlich dieser hier. Kann man auch nicht anders sagen. Das ist an für sich der Spot, der jetzt hier auch seit Anfang an mit konstant am besten liefert. Und ich vermute gerade im Moment wandelt sich das vielleicht ein bisschen. Denn wir hatten anfangs hier ganz viele von den Dinklern, die Dinkelsbühler Karpfenarten. Also diese Zuchtart, die deutsche, die war hier regelmäßig anzutreffen. Jetzt ist natürlich die Frage, gehen die jetzt hier gerade auch wieder rein? Ich habe gerade ein bisschen mit den Ködern ein bisschen rumprobiert und da bin ich jetzt natürlich gespannt, ob die hier vielleicht doch noch wieder reingehen. Und was mich halt freut, dass alle Köder jetzt hier auch in der Nacht reagieren. Das ist halt wichtig. Also, die Köder liefern in der Nacht. Und weißt du was? Ich renne mal eben dahin, dass ich hier nicht so viel quer über den Acker kurbeln muss. So, probieren wir mal. Das war hier den Fisch. Der hat ja Bock, Alter. Der hat ja richtig Bock. Also, der geht ja tatsächlich ein bisschen steil. Ja, der will noch ein bisschen. Der hat noch nicht genug. Also, da laufen wir doch nochmal ein bisschen lieber hinterher. Ja, was kann es sein? Gute Frage. Vielleicht einfach auch wieder ein Schuppenkarpfen oder ein Spiegelkarpfen. Braucht man allerdings auch beide als Trophy. Von daher ist das gar nicht so schlimm. Nehme ich gerne mit. Und auch hier jetzt, wie gesagt, mit dem mittelprächtigen Setup. Also, mittelstark. Oh, der hat ja richtig Bock noch. Der zieht ja noch so richtig böse rein. Können wir das noch ein bisschen anheben? Können wir. Gehen wir noch mal ein bisschen mehr rein. Aber ich glaube, so ganz viel. Oh, da hinten ist schon wieder einer ausgeschlitzt. Das ist schlecht. Der dritte, der noch in Action war, der hat schon keinen Bock mehr gehabt. Aber so ist das. Ich muss auch schon wieder ein bisschen zurück. Bevor da jetzt gleich... Ja, wobei hier an dem Baum wieder nicht vorbeigehen. Ne? Der Bereich hier ist ja so schön abgeschlossen. Man hat hier wirklich... Die Möglichkeit in aller Ruhe hier
den Fisch müde zu drillen und dann eben hiermit auf leichte Grundrekorde zu gehen. Das ist doch cool, ey. So, und jetzt einfach schön immer nach oben halten, schön in den Blank rein, damit quasi die gesamte Power des Fischs auch erstmal über dem Blank abgepuffert wird und er erstmal die ganze Rute runterpressen muss und dann, jawohl, die Bremse packt und jetzt muss er hier quasi schön nach oben dagegen ankämpfen und da haben sie einfach am wenigsten Kraft, die Fische. So, komm rein und schnell auch wieder die dritte Rute auswerfen und dann gucken wir gleich mal direkt rein. Wie sind die Setups aufgebaut? Was ist bisher reingegangen? Und was ist eine Köderkombi, die vielleicht jetzt in Zukunft noch wieder richtig gut liefert? Ich bin ja relativ groß jetzt unterwegs, seit einigen Tagen weg von den kleinen Maiskörnern. Ich will jetzt hier ein paar Brocken fangen. Deswegen ist die Frequenz bei mir natürlich im Keller, hatte ich ja im letzten Video hierzu schon gesagt. Also ich gehe runter von der Frequenz, aber zugunsten von deutlich größeren Fischen. Und ja, man merkt tatsächlich, dass die Frequenz runtergeht. Also es sind deutlich weniger Fische hier. Aber letzten Endes passt das auch kohlemäßig immer noch ganz gut. Also man kommt hier immer noch auf einen ganz vernünftigen Wert. Also in der Regel so zwischen 400 und 600 Silber. Je nachdem, was halt noch alles so reingeht nebenbei. Pro Stunde natürlich. Nicht pro Woche oder was. So, gucken wir mal. Ich hoffe ein bisschen, bei einer Köderkombi, hoffe ich ein bisschen noch auf mehr Schleie. Na, ich glaube, ist ein ganz normaler, oder? Das wäre es, ey. Jetzt nochmal irgendwas Seltenes. Wäre schon der Hammer. Komm ran, komm ran, komm ran. Ist es ein Dinkel? Nee, ganz normaler Schubi. Ja, schon gedacht. Die Schubis, Alter. Die haben dann doch im Verhältnis zu den anderen schon ordentlich Power noch, beziehungsweise sind dann auch recht agil, ne? Aber das ist doch schon mal nicht schlecht. Das ist doch schon mal nicht so schlecht. Schön entspannt hier auf 3000er Rolle. 13 Kilo, Alter. Wie er abgegangen ist. Und das auf 13 Kilo Vorfach. Dementsprechend geht er natürlich ab. Also gleiches Gewicht wie Tragkraft. Da ist natürlich das Setup direkt hart am Limit. Ansonsten hier, wie gerade schon gesagt, auf der Feeder-Route mit plus 10%, weil ich ja die klassische Haarmontage natürlich geskillt habe. Natürlich brauche ich dann nicht noch hier plus auf die Montage, denn ich habe ja alle drei Punkte drin. Und jetzt nehme ich lieber plus 10% für durchschnittlich mehr maßige Fische, größere Fische und mehr Frequenz. Dementsprechend passt das richtig gut. So ist das Setup aufgebaut hier. Klassisch, also auf grundlegend, dementsprechend hier geflochtenes Karpfen-Vorfachsmaterial. Es wird immer noch wieder ein wenig herum erzählt und es ist, glaube ich, immer noch nicht so ganz klar. Die Farbe des Vorfachs hat bisher noch keine Wirkung im Game. Also ist die Farbe ganz egal. Es geht nur um das Material. Material, ob geflochten oder mono, das ist halt entscheidend und nicht die Farbe. Einser Haken hier ist gerade drauf und was ich jetzt die Tage schon länger jetzt teste, ist Sahne und Banane in Kombination. Und dann könnt ihr hier aber auch kombinieren, wie ihr lustig seid, ob das mit Maiskorn ist oder mit Boilie oder zweimal Maiskorn oder Pellet jetzt in dem Fall und Boilie. Ich bin halt viel zur Zeit mit sinkender Montage hier unterwegs, also mit sinkenden Boilies, klassische Haarmontage. Und das klappt ganz gut. Übrigens hier an der Stelle auf 15 Meter und dann, na, und dann locker ausgeworfen. Einfach so halb, zack, da vorne hin. Dann lübt das schon. So, jetzt müssen wir mal eben gucken. Wieder straff ziehen. Hier müsste der Ausschlitzer gewesen sein. Und hier hatte ich so ein bisschen Hoffnung. Und das werde ich vielleicht auch nochmal extra testen. Mit einer speziellen Mische für Schleie. Denn hier hatte ich schon ganz gute Schleien drauf. Auf Vanille 14. Vanillecreme und Milchcreme. Also auch eine schöne Kombination. Gleiches Setup ansonsten für Schleie. Aber das auf jeden Fall nochmal im Test. Eben komplett auf Maisbasis, Schleien, Futtermische und dann eben hier Vanille- oder Milchcreme-Komponenten mit rein. Und dann eben nochmal speziell auf die Schleie probieren. Direkt wieder raus. So, und das dritte Setup, da war jetzt gerade der erste
Brocken drauf. Der erste, der 14er, der Lederkarpfen. Das habe ich jetzt gerade frisch ausgeworfen. Hatte ich vorher so noch nicht. Und da bin ich auch ganz froh, dass das auch direkt geliefert hat. Atlantischer Lachs und Lachskräuter Soluble mit würzigem Lachs. Und da lübt der Lachs. Also komplett auf Lachs. Richtig, richtig schön. Gucken wir mal, ob das hier gleich noch ein bisschen mehr liefert und wie das jetzt gleich am Tag ist. Alles bisher komplett ohne Futtermische. Einfach blank so reingeschmissen. Und so sieht das bisher aus. Übrigens hier Kokosbanane war hier in den Abendstunden mehrfach jetzt hier direkt hintereinander auch der F1. Also auch das funktioniert. Hier wie gesagt dann die Schleie, auch das zweite Mal schon. Vanille-Pellets und Vanille-Creme mit Milchcreme. Also hier die Schleie dann eher und auch eher hier auf atlantischen Lachs und Kräuter Soluble. Der ist super Freak, auch richtig, richtig nice. Und da hoffe ich natürlich auch, dass da noch ein bisschen mehr geht. Gucken wir also mal, was da noch passiert. Wie gesagt, vom Spot her absolut Spot Nummer 3. Kann man, glaube ich, nicht anders sagen. Einer der wichtigsten nach Numero Uno, Numero Duo. Und dann haben wir hier den dritten. Also das ist hier 1, 2 und das ist der drittwichtigste Spot. Die letzten Tage habe ich auch hier wieder viel probiert. Auch hier in dem Bereich. Und frequenzmäßig oder einfach auch von der Verlässlichkeit der Spots ist der hier mit der drittstabilste sozusagen in den letzten Tagen. Und da müssen wir natürlich auch gucken, wie sich das jetzt in den nächsten Wochen noch weiterentwickelt. Im Großen und Ganzen, ja, ob das so bleibt, ob das von der Spotverteilung so bleibt oder ob sich da einfach Stück für Stück immer noch mehr und weitere Spots entwickeln. So viel dazu. Daumen da lassen, wenn es geholfen hat. Kanal abonnieren, testen, 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 ihr Lümmels. Und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos oder mal im Livestream. Montags, Mittwochs und Freitags immer live ab 19 Uhr. Petri.